Geschichte, daran will und kann sich bei den Innsbruckern eigentlich keiner erinnern. Wen wundert, ist doch kein einziger mehr im Kader. Ein bisschen anders bei den Mattersburgern. Ein Spieler, nämlich Kapitän Naumowski, ist auch heute in der Startelf, genauso wie vor 4 Jahren, als man die Tiroler aus der Bundesliga geschossen hat. Die Rollen heute sind anders verteilt. Innsbruck ist zu Hause seit 5 Partien ungeschlagen und hat gegen die Mattersburger in dieser Saison noch nicht verloren. Die Burgenländer warten schon seit 6 Runden oder 1,5 Monaten auf einen Sieg. Das soll sich natürlich ändern. Und die Partie beginnt ganz nach dem Geschmack der Mattersburger. Der erste Angriff über die linke Seite. Schöner Weiterpass. Seidel mit der Übersicht und da ist die rasche Führung. 1:0 für Mattersburg durch Patrick Farkas. Der schließt ab, macht seinen 2. Treffer und das bereits nach 3 Minuten. Der Ball wird noch abgefälscht von Martin Svenocha. Wie man hier sehr gut sieht in der Zeitlupe, unhaltbar für Tormann Schaffer. Beide Mannschaften agieren äußerst spielfreudig. Die Mattersburger schalten gut um von der Defensive auf die Offensive. Toller Zweikampf von Potzmann. Wieder Manuel Seidel mit dem Querpass und Röcher braucht nur noch einzuschieben. 2:0 für Mattersburg. In der 18. Minute. Wer hätte das gedacht? Sehr zur Freude natürlich von Mattersburg-Coach Lederer. Schöne Aktion. Hauser fährt er daneben. Thorsten Röcher, der heute den Vorzug gegenüber Bürger bekommt, bedankt sich mit seinem 3. Saisontor. Bei beiden Gegentreffern sind die Innsbrucker in Strafraumnähe in Überzahl. Ein temporeiches Spiel, da wird keinem langweilig im Stadion. Und jetzt müssen die Innsbrucker reagieren und das tun sie auch. 23. Minute. Per Staller. Burgic vergibt diese Möglichkeit. Unglaublich! Das ist ein Vertragsangebot an Mattersburg. Wahnsinn, das muss einfach der Anschlusstreffer sein. Das absolute Hoppala dieser Saison bei den Tirolern. Nur eine Minute später die nächste Aktion. Wieder die Innsbrucker im Vorwärtsmarsch. Marcel Schreiter mit der Riesenchance. Sensationelle Abwehr von Torhüter Pötschker. Aber wie man hier gut sieht, Schreiter steht im Abseits. Das haben Schiedsrichter Grobelnik und sein Assistent nicht gesehen. Und wie heißt es so schön im Fußball, wer die Tore nicht schießt, der bekommt sie. Ballverlust der Innsbrucker. Röcher. Noch immer Röcher. Der ist nicht zu stoppen, macht das wunderschön. 3:0 für Mattersburg. Ja, gibt's denn so etwas? Eine verkehrte Welt in Innsbruck. Die Tiroler haben die Chancen, die Mattersburger treffen und treffen und treffen. Super macht das Röcher in der 39. Minute. Setzt sich gegen 2 Tiroler durch und irgendwie werden schön langsam Erinnerungen an das 0:5 Debakel vor 4 Jahren wach. Wer glaubt, das war's, der irrt gewaltig. Wacker macht weiter das Spiel. Hört sich komisch an, ist aber so. 44. Minute. Burgic. Christopher Wernitznik mit dem 1:3. Sein 6. Saisontor. Und selten, muss man auch sagen, war ein Tor so verdient. Aber Wernitznik ist beim Schuss von Burgic im Abseits. Da passt zwar noch alles, doch dann greift er ein, verwertet den Abpraller aus Abseitsposition und deshalb hätte der Treffer nicht zählen dürfen. Also Glück für die Innsbrucker. 1:3, der Pausenstand nach einer kurzweiligen ersten Hälfte. Gewitterwolken über dem Tivoli. Mattersburg wechselt in der 63. Minute, Naumowski geht, Bürger kommt. Und gleich darauf diese Szene. Patrick Bürger mit dem ersten Ballbesitz. Röcher, auffälliger Spieler heute, auf Potzmann. 4:1 für Mattersburg. Marvin Potzmann sorgt für eine Vorentscheidung. Idealer Pass von Röcher und Potzmann mit seinem 2. Saisontor. Da lässt der Schaffer im 1-gegen-1-Duell keine Chance. Ein total verrücktes Match. Die Partie geht also so weiter wie in Hälfte 1. Innsbruck vernebelt die Möglichkeiten. Mattersburg kontert. Perfekt. Wir sind in der 78. Minute.
Inaki Bea hält da Potzmann zurück. Klares Foul, der Spanier kassiert dafür die gelbe Karte. Gute Freistoßdistanz für die Mattersburger. Und das ist eine Angelegenheit für Manuel Seidel. 5:1. Die spielen heute auf, die Burgenländer. Manuel Seidel, der krönt seine starke Leistung mit einem Tor. Zwei hat er ja bereits vorbereitet. Ja, und Pech für die Tiroler. Wieder wird der Ball abgefälscht. Dieses Mal von Inaki Bea mit der Ferse. Nächste Standardsituation, dieses Mal auf der anderen Seite. Merino mit der Flanke. Abraham verkürzt auf 2:5. Mit Köpfchen machte das der Tscheche in Minute 85. Seine Freude, wie man sieht, hält sich in Grenzen. Er weiß ganz genau, das ist wohl nur noch Ergebniskosmetik. Auch die Schlussphase ist hitzig. Es geht munter weiter. Eine Minute später. Merino hinaus auf Schütz. Werniznik. 3:5. Werniznik ist der Torschütze. So einfach geht's. Ja, ist da vielleicht doch noch was möglich? Was ist das für ein trefferreicher Abend? Die Nachspielzeit ist bereits im Gang. Die Tiroler werfen alles nach vor und Mattersburg macht das, was sie heute am besten können. Kontern, wie aus dem Bilderbuch. Außenverteidiger Patrick Fakasch zu Patrick Bürger. 6:3. Der Stürmer erzielt sein 10. Saisontor. Kein Abseits. Alles in Ordnung bei diesem Treffer. Die lauffreudigen Mattersburger machen also das halbe Dutzend voll. Innsbruck dagegen zeigt eine katastrophale Defensivleistung und Chancenauswertung.